Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich von der Firma Konfetti Gazoz Brause türkischer Art. Bleibt dran! Gazoz Brause nach türkischer Art. The Taste of Turkey. The Taste of Turkey. Ah ja, gut. Ich habe schon Gazoz von Ulodag getrunken und die waren eigentlich immer ziemlich gut, weil mehr Fruchtgetränk. Das ist kein Energy. Und der Fun Pie hat 99 Cent gekostet im Edeka meines Vertrauens. Ja. Na? Also gibt es dafür auch wieder Preis-Leistungs-Verhältnis. So. The Taste of Turkey, Erfrischungsgetränk, Mehrfruchtgetränk und 51% Molke-Erzeugnis. Ja, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Aroma, Säurungsmittel, bla 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 bla. Und das Ding hat Fett unter 0,5 Gramm. Kohlensäure hat es. Kohlenhydrate hat es 11 Gramm, davon sind 11 Gramm, die sind Zucker. Ja, 44 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Hoppla. Das heißt, ja, ist ein ordentlicher Klopper, 0,33 sind drin. Jo, welcher ist auch wieder am Start. Das Design, muss ich sagen, ist grün. Und das ist richtig grün. Gefällt mir richtig, richtig klasse. Ich habe es im Edeka sofort gesehen, von Weitem schon, weil es so schön leuchtet. Und da habe ich mir gedacht, okay, 99 Cent, kann man nichts verkehrt machen. Kaufst du dir, testest du. Ich teste ja alles für euch durch, deswegen habe ich auch das getestet jetzt. Oder werde ich jetzt gleich testen. Das Design, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, der Becher ist auch mit am Start. Ach, das klingt ordentlich nach Dose. Ja, Dosen müssen für mich ordentlich nach Dosen klingen. Von daher. Oh, das riecht gut. Das riecht wie Huba Buba. Na, das riecht wie Huba Buba Kaugummi. Sieht aber durchsichtig aus. Also schenken wir ein. Ja. Das sieht aus wie Wasser. Das schäumt aber ohne Ende. Aber ja, Schäumen ist auch direkt wieder vorbei, sobald man es eingegossen hat. Bubbles hat es ein paar. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ich stelle es gerade mal hier, vor die Kamera. Ja, also es bubbelt ganz schön. Ja, also Design, ganz klar, das in Verbindung mit dem, das sieht geil aus. Es erinnert mich ein bisschen an Crystal Pepsi, obwohl es nicht ganz durchsichtig ist. Gefällt es mir super, super gut. Das gibt schon mal 5 Sterne fürs Design. So, Prost. Das schmeckt also wie Huba Buba Kaugummi in flüssig. Also wer auf Kaugummi steht, der wird das lieben. Es schmeckt typisch wie also Gazoz von Ulodag. War jetzt auch so ein Getränk, aber es hat nicht so abgerundet und weich geschmeckt. Es war aber doch sehr erfrischend, könnte in meiner Playlist türkische Getränke. Wenn ihr gucken, da ist auch viel Ulodag mit dabei. Oder eine Getränkeliste Ulodag gibt es, glaube ich, auch.
Ich muss sagen, für 99 Cent kann man da nicht viel verkehrt machen. Und das schmeckt erfrischend. Im Sommer kann ich mir vorstellen, ist das das ideale Getränk. Und für kleines Geld kriegt ihr hier ein bisschen was geboten. Preis-Leistungs-Verhältnis ganz klar auch 5 Sterne. So. Es lässt sich sehr gut trinken. Es hat einen guten Abgang. Und wie gesagt, man hat das Gefühl, wenn man das getrunken hat, hat man das Gefühl, dass man vor kurzem einen Kaugummi rumgekaut hat. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr klasse. Ja, geschmacklich. Also, es ist mit eins der besten Gazos, die ich je getrunken habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier, dieses einfach nur Gazos nach türkischer Art, Brause türkischer Art, ist bisher das Beste, was ich je getrunken habe. Wunderbar. Also, geschmacklich auch satte 5 Sterne. Sterne erreicht. Es kommt nicht so oft vor bei mir, aber es kommt vor, wie ihr seht. So, ich bin, im Übrigen bin ich auch in Dailymotion vertreten. Und bleibt mir weiterhin treu. Ihr macht das super. Die Outtakes und die Rülpser sind beide dabei und Outtake auch, habt ihr ja vorhin gesehen. Oder ihr seht ihn gleich. Nach der zweiten Kamerafahrt über dieses Gerät hier seht ihr die schönen Outtakes und Rülpser. Und demnächst ist Outtakes und Rülpser Volume 2 fertig. Freut euch drauf, das wird super. Sind ein paar coole Sachen dabei, ein paar fette Rülpser. Ja, wurde sich eine Zeit lang gewünscht, also mache ich das jetzt immer so, dass ich die halt aufhebe und ja, und die sammle. Ja. Jo, das war's wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, es wird alles durchgetestet. Alles dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Und jetzt wird noch mehr getrunken. Da ist schon wieder so ein Haar. Da habe ich zu viel reingemacht. Nur jetzt muss ich kurz mal hier vorne habe ich natürlich jetzt Sauerei gemacht auf meine Ablage und da muss ich das mal sauber machen. Das werde ich dann auch rausschneiden, beziehungsweise das kommt dann in die Kategorie Outtakes mit rein. Die findet ihr nach der zweiten Kamerafahrt über das Teil hier. Ne? Wie gesagt, schneide mir raus. Na? Jetzt kommt er raus. Schneide mir. Schneide mir. Der war gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh.
Da geht die Kohlensäure unten raus. Oh my goodness. Tschüss.